Wir sind Emmy und Chris und wir bauen gerade unseren VW T3 Bulli um. Denn unser Plan ist es, unsere Wohnung aufzulösen und auf Tour zu gehen. Wo uns die Reise hinführt, werden wir sehen. In dieser Woche machen wir unseren Tank endlich fertig zum Einbau, setzen die zweite Antriebswelle zusammen und sind zu Gast in der Late-Night-Show Internet Inside auf Twitch. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mal dienstags in der Halle. Heute ist der 22.02.2022. Ganz viele Zweien und ein paar Nullen. Ich hoffe, wir identifizieren uns heute eher mit den Zwei als mit den Nullen. Und wir fordern die Woche dieses Mal heraus. Wir wollen heute auf jeden Fall mehr schaffen als letzte Mal unter der Woche. Und dafür haben wir uns nämlich drei Sachen vorgenommen. Zum einen den Tank nochmal zu Leibe rücken, dieses Röhrchen, was letztes Mal abgebrochen ist, das wollen wir uns nochmal genau angucken und gucken, ob wir das abkriegen, ohne den Tank zu beschädigen. Dann haben wir noch die Antriebswelle, die zweite, die wir zusammenbauen können. Mhm. Und wir haben auch immer noch die Luftleitplatten vor uns. Genau, da wollen wir gucken, wie wir das Aluminiumprofil anpassen können, entsprechend Löcher bohren, zuschneiden und dann... Ja. Entgegen der Annahme, dass es an zwei Stellen gepunktet wäre, also vorne und hinten, ist es tatsächlich nur hier vorne gepunktet. Dementsprechend haben wir uns jetzt gerade überlegt, hier in dem Bereich ist das Röhrchen schon so ein bisschen hochgebogen, dass wir das hier irgendwo abschneiden und dann einfach hier den Schlauch draufstecken. Damit wir den Tank nicht kaputt machen, wollen wir irgendwie vielleicht eine Trennscheibe dazwischen schieben und dann hier schneiden, damit... Genau, damit wir halt eben nicht den Tank kaputt machen. Ich würde sagen, ich schneide es jetzt hier einfach nochmal durch und dann friemeln wir irgendwie den Rest ab, oder? Nachdem wir jetzt das Rohr halb abgeflext haben und den Teil hier beigeschliffen haben, machen wir jetzt ein bisschen Brandtor auf die Stelle. Daniel hat uns auch angeboten, dass wir von ihm ein bisschen schwarzen Lack haben können. Dann pinseln wir die Stellen jetzt erst mit Brandtor ein, damit die ein bisschen vom Rost geschützt sind, beziehungsweise vor Feuchtigkeit. Und dann machen wir noch schwarzen Lack drüber und dann sieht das wieder fein aus. Während Emmy gerade noch ein bisschen Brandtor auf dem Tank verteilt, widme ich mich jetzt der Antriebswelle der zweiten. Die erste hatten wir ja am Wochenende schon zusammengebaut und die andere setze ich jetzt einfach mal zusammen. Das ist ja jetzt auch keine hohe Kunst. Ich war da zwar am Wochenende nicht dabei, als Emmy und Cedric das gemacht haben, aber es ist eigentlich nur zusammenstecken. Wir haben ein bisschen aufgeräumt, die Antriebswellen schön hier drunter gelegt, dass da auch kein Staub oder Dreck dran kommt. Und überlegen uns gerade, wie wir die Profile zuschneiden. Daniel hat uns ja freundlicherweise ein paar Aluprofile mitgebracht. Ich finde aber, die sind alle ein bisschen zu groß und das hier ist genau passend. Wenn man die hier abschneidet und dann hier rein, sollte eigentlich reichen, oder? Ja. Dann zwei Schrauben. Dann hier eine Bohrung, da eine Bohrung, da eine Bohrung, da eine Bohrung. Und dann können wir die Platten da drauf machen. So würde ich das machen. Dann kommen wir mit dem Stück genau aus, machen das noch schwarz. That's it. Every time that you walk through the door.
halb zehn. Nach halb zehn sogar schon, oder? Ich weiß es nicht. Aber 21.50 Uhr. 21.50 Uhr. Wir machen für heute Feierabend. War auch ein langer Tag. Nach der Arbeit, vor der Arbeit, wie auch immer. Eigentlich ist es immer Arbeit. Aber wir haben zumindest Erfolgserlebnisse, auch wenn wir keinen Haken machen können. Ich habe nämlich gerade vor unserer To-Do-Liste gestanden und habe festgestellt, ja gut, wir haben was geschafft, aber wir können keinen Haken machen, weil das waren ja auch Arbeiten außer der Reihe, mit denen wir nicht gerechnet haben, als wir diese Liste angefertigt haben. Die ist ja sowieso nicht zu Ende. Ja, aber es ist ja trotzdem schön. Ihr habt gesehen, was wir gemacht haben und ich finde es gut, dass wir was geschafft haben, auch in der Woche nach der Arbeit. Definitiv erfolgreicher als letzte Woche. Dann würde ich sagen, ich ziehe mich jetzt um. Ja, ab nach Hause. Mir ist so verständlich kalt. Heute ist Donnerstag. 24. Februar. Ach, ja. Der 24. ist schon. Wir wollten aber eigentlich erzählen, dass wir heute eingeladen sind bei einer Show von Florian Daimer. Der hat eine eigene Show auf Twitch und hat uns eingeladen, heute zu Gast zu sein. Um 20 Uhr. Mhm. Und da werden wir über Bully-Videos sprechen und auch ein Spiel machen, wovon wir noch nicht so genau wissen, was da auf uns zukommt. Ja, und ansonsten werden wir gleich, wenn ich fertig mit meinen Webseiten bearbeiten bin, noch irgendwie Armut essen, bevor es losgeht. Ja. Und ja, so ist der weitere Verlauf des Abends. Hier sind für euch Travel with Buzz. Yay! Willkommen! Ja, das sind Chris und Emmy. Hallo. Ihr reist sehr viel, ihr habt einen Bulli, ihr wollt eventuell irgendwann demnächst eure Wohnung sogar aufgeben und haltet das Ganze auf YouTube fest, korrekt? Gleich mit einer Person und dann muss immer die andere antworten. Ihr dürft euch nicht gegenseitig helfen. Ein bisschen muss ich euch hier natürlich schon nerven. Gut, seid ihr soweit? Ja. Welches Teil im Bulli wäre Chris? Welches Teil? Wenn er eins sein müsste. Ein Sitz. Was? Und andersrum, welches Teil wäre Emmy in einem Bulli, Chris? Das Getriebe. Emmy, wer von euch beiden hat mehr am Bulli gearbeitet? Das ist ganz, ganz dicht, aber Christian. Chris, stimmt das? Nein. Was? Chris, was war Emmys Traumberuf als Kind? Tornadojägerin. Das ist natürlich, glaube ich, so generell so ein Traum, den viele irgendwie haben, aber es wirklich zu wollen oder wirklich anzugehen, ist dann wieder ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz nur. Aber so viel rumreisen ist natürlich an sich schön. Aber es ist natürlich nicht immer alles Gold, was glänzt, ne? Also, da sind wir mal ehrlich, so Leben auf engem Raum und das 24-7 ist nicht einfach. Und wir wissen auch, dass das eine Herausforderung ist, glauben aber, dass wir der auf jeden Fall gewachsen sind, weil wir sehr, sehr viel auch aufeinander hängen, gerade jetzt auch so mit dem Homeoffice und so die letzten Jahre. Und weil wir durch Namibia ja auch mit einem Offroad-Auto unterwegs waren, zwar jetzt nicht lange, es waren nur 10 Tage ungefähr, aber trotzdem war das auch schon eine gute Probe. Und ja, ich meine, ich bin immer ein Fan davon, nicht erst vorher das Problem zu sehen, sondern erstmal zu probieren und dann, wenn es ein Problem gibt, eine Lösung zu finden. Also wenn es nicht klappt, dann können wir auch immer noch irgendwie wieder eine neue Wohnung suchen oder was auch immer, ein Boot oder keine Ahnung. Ja. Oder einen anderen Bulli. Ja, wer weiß. Ja, man muss dazu auch sagen, ich meine, Vanlife und so weiter ist ja sehr populär geworden in den letzten Jahren. Wobei ein T3 ist eigentlich so der Klassiker im Vanlife, aber es ist halt auch wirklich so der Purist. Es ist wirklich sehr spartanisch, sehr wenig Platz, sehr klein, sehr beschränkte Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist schon eine Herausforderung. Also wenn man jetzt zum Beispiel so ein, einen Crafter hat oder ein Ultimate Behemoth, wie bei den Simpsons. Ich weiß nicht, wer den kennt, aber es ist halt so ein ultimativ großes Wohnmobil, wo du dann wirklich dein Zuhause dabei hast. Aber wir sind auf jeden Fall sehr, wie soll ich sagen, sehr ehrgeizig und sehr positiv, dass das auf jeden Fall klappt, weil das ist unser absoluter Traum. Also es gibt nichts Größeres für uns, als einfach nur unterwegs zu sein. Und da ist es egal, ob es ein T3 ist oder irgendwas anderes. Was passiert denn mit euren Möbeln? Verkauft ihr alles oder lagert ihr das irgendwie zwischen, falls ihr dann doch mal eine andere Idee haben solltet? Ja, also wir haben gar nicht so viel eigentlich. Also auch wenn es jetzt hier so ein bisschen... Nee, ist tatsächlich so. Also man muss da so ein bisschen unseren Werdegang verstehen. Wir haben, wir sind zusammengezogen, als wir beide noch studiert haben, wenig Geld hatten und eigentlich ziemlich viel so zusammengesammelt haben aus unseren eigenen Wohnungen früher.
mitgebracht haben, aber das war jetzt auch nicht so die Masse. Und das meiste, was wir hier haben, ist eigentlich entweder do-it-yourself selbst gemacht, vom Sperrmüll gesammelt oder halt wirklich nur ganz einzelne antike, in Anführungsstrichen antike Stücke, die wir wirklich behalten wollen. Und diese paar Sachen, die können wir ohne Probleme irgendwo unterstellen. Also wir versuchen uns schrittweise zu reduzieren, weil wir hatten eigentlich schon immer so einen relativ minimalistischen Lebensstil, dass wir halt nicht wirklich hohe Ansprüche haben und nicht viel brauchen. Wir machen es uns mit den Dingen schön, die wir haben. Das kann Emmy sehr gut aus scheiße Bonbon machen, sagt man. Das ist so ein Spruch, den Emmy auch sehr oft benutzt. Und deswegen, das fällt uns persönlich gar nicht so schwer, weil wir gar nicht so viel investiert haben, um eine Wohnung zu haben, die jetzt das Nonplusultra ist. Ihr ladet Videos hoch, wo es natürlich dann im Großen und Ganzen später ums Reisen auch irgendwo gehen soll. Deswegen heißt ja auch der Kanal Travel with Bus. Aktuell seid ihr aber noch gar nicht am Reisen, weil ihr habt einen Bulli gekauft, den man erstmal überholen musste. Das heißt, ihr habt sehr, sehr viele Teile ausgetauscht, neu gemacht, repariert, all solche Sachen. Und ihr habt eigentlich keine richtige Ausbildung dafür, richtig? Nein. Eigentlich ist gut gesagt, also so gar nicht. Wir haben nicht mal irgendwie im Entferntesten schon mal irgendwie was in die Richtung gemacht. Also handwerklich begabt sind wir eigentlich beide. Also wir haben keine linken Hände, aber an einem Auto ist das nochmal was ganz anderes. Weißt du, was doch, wir haben schon linke Hände, nur nicht zwei. Eigentlich haben wir zwei linke Hände. Wir sind ja zu zweit, von daher genau, stimmt das schon. Am Auto ist es nochmal was anderes, ne? Und da fuchsen wir uns rein und macht total viel Spaß und... Ja, ja, also so ein Auto ist halt auch jetzt nicht irgendwie so ein Ikea-Regal, was man mal aufbaut. Ne? So diese 0815 Sachen oder mal ein Brett sägen oder irgendwie sowas oder ein Brett an die Wand machen, das ist halt schon mal was anderes, als wenn du jetzt irgendwie einen Wasserkreislauf oder einen Benzinkreislauf in einem T3 halt neu verlegen musst. Oder, keine Ahnung, gut, Motorrevision haben wir jetzt nicht selber gemacht, aber ein Motor ein- und ausbauen ist halt auch schon mal eine ganz andere Nummer. Wir hätten den jetzt auch zu Tode reiten können und dann wegschmeißen können, aber das war ja gar nicht unser Anspruch von vornherein. Deswegen, wir dachten, wir machen so ein bisschen was und machen den so ein bisschen hübsch und dann fahren wir nach 3 Monaten los. Jetzt sind 2 Jahre vergangen. That's the story of our life. So. Aber dann geht's ja bald los. Ja, so in drei Monaten ungefähr. Genau. Ich würde ganz gern einmal, pass auf, ich würde einfach meine absolute Unkennermeinung zu den einzelnen Zahlen sagen und dann sagt ihr, was es vielleicht eher sein könnte. Ja? Mhm. Okay. Ich würde sagen, 1 ist einfach die Stoßstange, oder? Ganz links oben. Nein, das ist das Deformationselement. Der Stoßfänger ist davor. Denkst du jetzt den aus? Ich bin selbst sehr begeistert, muss ich sagen. Wobei, ich muss sagen, ich weiß... Ich habe jetzt gesagt, das ist einfach die Blende vom zweiten Grill. Oder? Ich bin mir nicht sicher, ob es auf das Deformationselement zeigt oder ob es... nee, das ist eigentlich ein Lufti, ne? Der ist kein Wasserkühler, der hat halt unten keinen Grill. Es kann einfach nur die Karosserie sein oder halt das Deformationselement. Man weiß es nicht. Es kommt drauf an, welcher Motor. Ich genauso wie der Chat, ich kenne mich auch gar nicht aus mit aus. Okay, was ist dann 11? Was ist 11? Das ist doch elf, das ist ein Motor. 11 ist das Getriebe. Ja, das ist das Getriebe, genau. Das ist das Teil, was die Motorkraft auf die Räder überträgt. Das sitzt nämlich davor. Ah, dann ist die 10 der Motor. Richtig. Ja, okay. Sehr stark. Kennt ihr zufällig das Spiel GeoGuessr? Auf jeden Fall. Mega cool. Ich liebe es. Also wir sehen jetzt hier Australien. Eine Karte. Nee, ich hätte gedacht Afrika. Okay. Mach mal hier. Wir haben übrigens dasselbe. Also wenn ihr jetzt euch besprecht, könnte es sein, dass ich dadurch natürlich Tipps kriege. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Ich bin auch noch nie aus Europa rausgekommen, muss ich auch als Ausrede vorab sagen. Ja, okay. Und dann auf Finish Guess, ja? Ja. Genau. USA getippt. Okay. Ach so! Das ist das Ziel! Ach, krass! Ja, jetzt was wusstest du denn? Okay. Also, warte mal. Wir sind im richtigen Land sogar und nicht mal so krass weit weg. 546 Kilometer entfernt. Krass. Wow. Ich kann meine Kilometerzahl nicht mal nennen. Stream ist vorbei. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen die Frage, also Flo hat uns gefragt, also er hatte so eine Abbildung von einem T3 und hat uns dann gefragt, was das für Teile seien. Und das war sehr interessant zu sehen, dass wir irgendwie alles beantworten konnten. Eigentlich schon. Also ich weiß nicht, ob das jetzt richtig gewesen wäre, was wir geantwortet haben, weil es war manchmal auch nicht so gut zu erkennen.
Aber es fühlte sich so an, als wäre es richtig. Und dementsprechend fühlte es sich auch so an, als hätten wir tatsächlich etwas gelernt über die letzten 2 Jahre. Am Ende haben wir noch ein Geo-Spiel gemacht, also GeoGuess, wo man ja eine Umgebung sieht und dann raten muss, wo es wo sein könnte. Und da Christian der Geograf ist, war das ein leichtes Spiel, ja, aber nochmal, Florian zu besiegen. Nochmal, es hat nichts mit meinem Geografiestudium zu tun. Das habe ich auch nicht gedacht, dass man das im Geografiestudium lernt. Das ist mir klar, da lernt man ja eher so die Vorgänge. Aber trotzdem glaube ich, dass du Dinge siehst, einfach eben aufgrund des Wissens, wie so, keine Ahnung, die Pflanzen aussehen, dass du da schon genau weißt, wie so das Klima ist und wo es dann sein kann und so. Also ich glaube, dir fallen einfach Dinge auf. Ja, das mag schon sein, dass es halt so, ja, dass das halt die Grundlagen sind, die man dann irgendwie in Verbindung bringt. Und auch Landschaften und so, die kannst du halt von vornherein ausschließen, wo es zum Beispiel nicht. Ja gut, wenn halt ein Eisbär zu sehen ist und Schnee, dann weiß ich, dass es nicht in der Wüste ist. Gut, das sollten vielleicht die meisten wissen. Aber ja, wir werden jetzt aber auf jeden Fall so langsam mal die Biege machen. Dann müssen wir mal gucken, wie es am Wochenende weitergeht mit dem Bulli. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Wir haben uns gerade schon gefragt, was wir wohl Samstag als erstes machen. Ja, das müssten wir jetzt mal noch ein bisschen planen, weil sonst stehen wir wieder ratlos da. Au, hallo aus der Halle. Hallo. Heute ist Samstag, der 26. Also Hallentag. Richtig. Und wir fangen heute beim Tank an. Ja, also wir wollten ihn ja finalisieren. Wir haben jetzt endlich den Schlauch bekommen, den wir noch brauchten, um das Stück zu verlängern. Das habt ihr ja gesehen. Und würden den jetzt sozusagen zum Einbau fertig machen, aber, jetzt kommt wieder ein kleines Aber, Achim, freundlicherweise, hat uns unter unserem letzten Video darauf hingewiesen, dass wir nach unserem Schaltgestänge mal schauen sollten, weil da war wohl so eine Manschette kaputt und das hat noch ein bisschen Spiel, weil wir heute aber sowieso mit ihm telefonieren wollten. Wir hatten ihn gefragt, ob er mit uns gemeinsam mal unter den Kabelbaum am Armaturenbrett mit uns anschaut, wollten wir ihn auch einmal nochmal das Schaltgestänge zeigen, weil wenn wir den Tank einbauen und dann nochmal ein Schaltgestänge müssen, wäre das total doof. Deswegen machen wir das jetzt erstmal nicht, wenn wir den also nicht einbauen können. Dann machen wir mit den Luftleitpappen weiter. Die haben wir ja schon schön vorbereitet. Mhm. Bevor wir aber überhaupt weitermachen, packen wir als erstes mal wieder Pakete aus, denn wir haben natürlich wieder was bestellt. Da ist, ich weiß es schon jetzt, der längere Schlauch für den Tank drin. Einmal, ne? Und was noch? Und was noch? Das wird eine Überraschung das sein. Das weiß ich nicht. Ach so? Ja. Okay, und dann haben wir mal wieder unerwarteterweise und überraschenderweise Post erhalten. Und das ist ein Riesenpaket. Wir sind selbst sehr gespannt und das freuen uns da total drauf. Es kam gestern an. Ja, auf jeden Fall vielen Dank an Björn. Dich, Björn, genau. Und Jenny. Und an Jenny fürs Zusenden. Wir sind sehr, sehr gespannt und wie immer sehr dankbar für eure Unterstützung, eure Hilfe. Wir sind dann teilweise auch immer ein bisschen sprachlos. Einfach nur danke. Ja, dann packen wir aus, würde ich sagen. Ja, wir fangen mit den Kleinen an. Ich hab's schon gesehen. Da ist er. Der gute Schlauch. Gut, weiter geht's. Das ist eine Überraschung, sagst du? Ja, das ist keine große Überraschung. Ja, spannend. Ein Stück Papier? Mhm. Strohhalm für meinen Kaffee morgens oder was? Oh, der geneigte T3-Schrauber weiß, was das ist. Das ist noch eine Benzinleitung. Kraftstoffausgleichs. Ja, genau. Das ist doch super. Mhm. Schön. Schöne Überraschung. Ne? Freust du dich? Ja, freust du dich. Kannst du auch als Strohhalm benutzen, wenn du willst. Ui. Oh, nee. Das ist ja neu. Was? Die sind richtig gut, ne? Und vor allem, das sind richtig große Größen. Wahnsinn. Ein riesen Schraubendreher-Set. Torx, glaube ich, ne? Ach so, ja, genau. Ach, krass. Voll geil, dankeschön. Das ist echt Wahnsinn. Wir haben hier nochmal ein Imbusset. Das ist ein Seitenschneider, oder? Ja. Professional Electric. Wie cool. Hier nochmal Micro Finish. Mega krass. Mega krass. Und hier ein Schraubendreher mit Bitmagazin. Richtig geiler Schraubendreher.
Weil den kannst du halt einfach so locker in die Tasche stecken. Ja. Und ich meine, da drehst du dich halt, ne, wenn du irgendwie große, längere Schrauben hast, dumm und dämlich. Aber sowas hat man immer, also auf Reisen auf jeden Fall mit dabei. Oder merkst du halt echt den Unterschied, ne? Ja. Ja, klar, die funktionieren auch. Ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber bei sowas merkst du halt echt die Qualität. Einfach. Geil. Richtig gute Wasserpumpenzange. Bitsatz für einen Akkuschrauber. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Ich wollte natürlich auch nochmal persönlich in die Kamera vielen, vielen, vielen Dank sagen. Also ja. Das ist wirklich nicht selbstverständlich für uns. Also ganz im Gegenteil. Richtig cool. Wir freuen uns. Ja, dann aber können jetzt, wir auf jeden Fall um einiges professioneller an die ganze Sache rangehen. Ja. Also dazu gehört auch noch Know-how, aber... Wir müssen uns jetzt erstmal um unseren Tank und, wie gesagt, das Schaltgestänge kümmern. Ja. Ach so, nee, und Achim rufen wir jetzt erstmal an. Ah, genau, Achim rufen wir jetzt auch noch an. Ja. Ein grüner Bus. Hallo. Ein grüner Bus von innen, ja. Und die Buchse ist kaputt. Ja, und die muss man halt ersetzen. Genau, dabei kannst du dann auch gleich richtig ranschrauben. Ist nämlich falsch rangeschraubt. Und was kostet so eine Buchse? 3-4 Euro. Ach so. Ach so. Wie das? Warte. 30 bis 40 Euro. 30 bis... Ja, komm. Dann kaufen wir 3. Da ist jetzt einfach gerade die Qualität ein bisschen zu schlecht. Okay. Aber im Prinzip... geht's eigentlich, wenn ihr auf jedem Stecker einen Schalter habt. Also wenn ihr einen Stecker ohne Schalter habt, müsst ihr nochmal gucken, aber wenn ihr überall einen Schalter drauf habt, ist schon mal nicht schlecht. Mhm. Dann ist meistens hinten am Radio ist meistens Chaos und der Zigarettenanzünder. Da ja. Die meisten rum. Das denke ich mal ist hier der Teil. Ja, wir haben gar kein Radio drin gehabt, von daher. Wir wissen auch nicht, wie wir das überhaupt... Wenn du quasi den abziehst, dann hast du zumindest den normalen ISO-Stecker, wie er eben... du meinst jetzt hier, oder was? ...in Radius passt. Aber er hat natürlich jetzt keinen Stecker für die Lautsprecher. Mhm. Also die und die sind getauscht und diese, wo die Zahlen draufstehen, sind die ersten, meinst du? Genau. Dann gucken wir uns das mal an und dann auf jeden Fall erstmal schon mal danke für deine Zeit. Kein Problem, gerne. Und euch noch einen schönen Samstagabend und wir hören uns, würde ich sagen. Garantiert. Ja, frohe Schrauben. Dankeschön. Dankeschön. Schöne Grüße nochmal. Ja, schöne Grüße an alle. Danke, bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss. Ach, der Achim. Ja. So. Das freut mich, dass wir hier nichts weitermachen müssen. Außer putzen. Ja, es ist, also, na, es wäre auch sehr, man wird es halt merken, wenn irgendwie was an der Elektrik nicht stimmt. Ne? Und da musst du halt nochmal dran. Aber was soll auch passiert sein? Wir haben ja hier nichts gemacht, wir haben es ja nur ausgebaut und wir haben jetzt nicht irgendwie Kabel rausgerissen oder irgendwas verändert, von daher. Aber richtig schön, dann putzen wir das schön und dann können wir das Armaturenbrett einbauen schon mal. Ja. Und dann können wir die Sitze zum Polster bringen, die Tür... Schutzverkleidungen... Einbauen, Himmel einbauen. Mhm, und dann können wir schon losfahren. Dann können wir schon losfahren. Los geht's. Wir brauchen noch ein Gaspedal, das ist noch nicht drin. Oh, das ist schlecht. Naja, ich muss mal hier aus dieser ätzenden Position raus. Ich sitze hier etwas schwierig. Mit. Wir gehen mal in unsere Lackierkabine. Das sieht gut aus. We'll be right back.
erstaunlich gut. Für unseren Dilettantismus auf jeden Fall doch sehr gut, glaube ich auch. Ich muss mal gucken, wenn es klappert. Auf jeden Fall. Ja, wenn es klappert, dann klappert es. Dann müssen wir uns was anderes, dann müssen wir es kleben. Wenn es klappert, kleben. So. Können wir ja jetzt noch nicht wissen. Vielleicht klappert es auch gar nicht. Und wenn es klappert, vielleicht hört man es gar nicht. Wir fahren jetzt nach Hause. Ja, Schluss für heute. Wieder nicht ganz so viel geschafft. Wir wurden ein bisschen ausgebremst durch die Neuigkeit, dass wir vielleicht doch noch unser Kupplungsgestänge beziehungsweise die, ich weiß nicht, wie man sie nennt. Manschetten? Ja, Manschetten oder das, was da Hülsen, keine Ahnung. Die wackeln, klappern ein bisschen und es wäre besser, die jetzt auszutauschen. Dementsprechend haben wir diesen Tank eben nicht eingebaut. Hm. Diesen. Diesen. Aber unseren. Den anderen. Den anderen haben wir drin. Den Wasser, der Wassertank ist schon drin. Nee, den Tank haben wir jetzt nicht eingebaut. Dafür haben wir uns an den Luftleitplatten versucht. Ja, also nee, warum sagst du versucht? Wir haben es auch gut hinbekommen. Das Ding ist nur, dass es sehr viel länger gebraucht hat, als ich geschätzt habe, weil es eine absolute Frickelarbeit war mit diesen kleinen Schräubchen und dann kommt man da nicht dran und dann haben wir überlegt, wie wir das markieren und ach, das war alles irgendwie... Hält aber bombenfest. Also könnte sein, dass es vielleicht beim Fahrtwind klappert, aber das, darauf lassen wir es jetzt ankommen. Und wenn es klappert, dann müssen wir uns nochmal was anderes überlegen, weil das ist ja jetzt auch kein Ding, das kann man mal eben irgendwann irgendwo rausholen. Und ja, mich ärgert das so ein bisschen, weil wir hatten ursprünglich geplant, 3 Profile anzubringen, nur war da zu wenig Platz, ne? Also man kann da nicht bohren an der wir können halt nicht, wir kommen mit dem Bohrer nicht von der Seite dran, deswegen haben wir es sein gelassen. Und das rächt sich jetzt natürlich am Ende. Das rächt sich insofern, dass es klappern könnte. Und wenn es klappert, wir dieses dritte Profil nicht mehr an die Seite anbringen könnten, weil wir, wenn man dann immer noch nicht da bohren kann, ja, so vom Platz von daher, das ist... Aber auch, wir haben jetzt viel weniger Platz gelassen, ja, ne, dass da ein Profil dazwischen kommt. In die Mitte reingeschoben. Deswegen könnte da ein Profil gar nicht mehr greifen. Aber man könnte sowieso nicht bohren. Man könnte nur schräge Löcher bohren. Das ist auch uncool. Naja. Ja. Aber wir haben den Tank so weit vorbereitet, dass, wenn wir ihn einbauen, er eingebaut werden kann, sofort. Naja, die Leitungen stehen, wir haben die Schläuche nochmal ausgewechselt und jetzt ist er eigentlich einbaubereit, jetzt müssen wir nur noch die Kupplung machen und wenn wir die Kupplung gemacht haben, dann müssen wir nur noch was anderes machen und wenn wir das andere gemacht haben, müssen wir noch was anderes machen und dann bauen wir vielleicht den Tank ein. Ja. Ihr werdet sehen. Wir packen zusammen, es ist spät, mein Bruder Kevin ist allein zu Hause, wir haben Hunger und wir wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, morgen, wann immer ihr das Video schaut. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns einen Daumen nach oben. Ja, ihr könnt auch gerne einen Daumen nach unten geben, dann wissen wir auch Bescheid. Wichtig ist halt eben für uns die Interaktion. Teilt es auch gerne, das Video, mit euren Freunden, mit der Familie, mit wem auch immer. Macht die Glocke an, schreibt Kommentare und... Jetzt hast du alles durch. Jetzt reicht es auch. In diesem Sinne. Ja, wir freuen uns auf das nächste Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.